In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du die Kindersicherung bei deinem Backofen ein- oder wieder ausschalten kannst. Wie du sehen kannst, ist hier jetzt dieses Symbol an, das bedeutet, die Kindersicherung ist drin und du kannst den Backofen nicht wirklich benutzen. In den meisten Fällen kommt man aus Versehen mal gegen diesen Schalter oder die Kindersicherung wird aus anderen Gründen irgendwie eingeschaltet und dann weiß man nicht mehr, wie man die ausbekommt. Dabei ist das am Ende doch viel einfacher, als du wahrscheinlich denken magst. Um diese einzuschalten, musst du nämlich den Knopf etwas gedrückt halten. Das heißt, ich habe jetzt hier diesen Knopf für die Kindersicherung. Erkennst du natürlich an dem Schlüssel. Wenn ich den jetzt ein paar Sekunden gedrückt halte, ist die Kindersicherung eingeschaltet. Und das Ausschalten der Kindersicherung funktioniert genauso. Das heißt, du musst den Knopf einfach nur einige Sekunden lang gedrückt halten. Das kann je nach Backofen natürlich ein paar Sekunden mehr oder ein paar Sekunden weniger sein. Und dann ist die Kindersicherung aber wieder ausgeschaltet. Halt diesen Knopf also einfach mal für einige Sekunden lang gedrückt und dann sollte auch bei dir die Kindersicherung wieder ausgeschaltet sein. Wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob es bei dir auch funktioniert hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.